Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Hier gehen schon gerade die Laternen an. Ja, war ein gutes Timing. Heißt, es wird langsam abends, ist natürlich nicht so toll. Aber gut. Und da gingen wohl gerade die Lichter aus, so wie mir schien. Wieso gehen im Haus die Lichter aus, wenn es Abend wird? Statt die Lichter anzumachen. Ja gut. Scheint wohl ein Fehler auf der ProMods zu sein. Aber sei es drum. Heute habe ich einen etwas anderen Truck ausgebuddelt, nämlich den Truck of the Year 2019. Nein, es ist nicht der Renault T. Der Renault T war ein Truck of the Year 2015. Also das ist schon eine ganze Weile her. 4 Jahre demnach. Der 2019er Truck ist, ja, einer, der auch noch nicht in ETS 2 drin ist. Und ja, es gibt momentan, bevor ich euch den jetzt zeige, noch kein wirklich schönes Modell von dem. Eine türkische Gemeinschaft arbeitet momentan daran, den vernünftig fertigzustellen. Die sind auch kurz vorm Release, aber ja, irgendwie ist er noch nicht da. Und ich wollte jetzt nicht, weiß ich nicht. Also, ne, er kann morgen kommen, er kann aber auch erst in einem Monat kommen. Und ja, bevor ich jetzt da immer andauernd warte und warte und warte und nachher es in Vergessenheit gerät, machen wir es heute, denn Engine Voice Records hat für dieses Fahrzeug schon einen Sound Release, den habe ich natürlich gleich geholt. Und ja, den lauschen wir uns heute einfach mal ein bisschen an und schauen einmal in das schlechtere Modell schon mal rein. Da ist er. Der Ford F-Max. Nicht unbedingt das schönste Fahrzeug, finde ich jetzt persönlich. Ja, vor allem hier unten die Leuchten. Also, ich weiß nicht, die sehen so ein bisschen aus wie von Volvo abgekupfert. Und wenn man sich den so ein wenig von der Seite betrachtet, weiß ich nicht, dann sieht der sogar ein wenig aus wie stark von Volvo abgekupfert. Also, ja. Also, der hat hier hinten auch keine Klimaanlagengedöns oder irgendwas, also das hat der, das schöne, die schöne Version, die noch rauskommt, die hat es. Der hat es hingegen noch nicht. Hier hat er schöne LED-Spots an Rücklichtern. Ist gar nicht so verkehrt. Also er macht Spaß zu fahren und ich habe schon meine Freude daran jetzt gehabt. Ich bin da so eine kleine Runde mitgefahren, weil ich gucken wollte, ob er zumindest stabil läuft. Ja. Im Großen und Ganzen ein ziemlich schönes Modell. Ich würde sagen, wir huschen mal rein. Und ihr hört schon, wenn man die Zündung anmacht, kommt so ein Düngeldüng, Düngeldüng. Das ist so typisch für Ford. Also das hat irgendwie ja fast jeder Ford heutzutage. Machen noch mal an. Ich finde es irgendwie witzig. Ich kann mich an dieses Geräusch gewöhnen. Das Einzige, an was ich mich nur nicht gewöhnen kann, ist hier dieses absolut winzige GPS, also beziehungsweise Navi. Das ist echt Mist. Und gut, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist das schlechtere Modell, das Gute kommt erst noch. Die türkische Gemeinschaft arbeitet auch sogar an einem Autohändler, einem Ford-Autohändler. Haben da wirklich alles schön gebaut. Ich meine, die Screenshots sind wunderschön. Und haben auch schon hier das Display schön gezeigt, also den ganzen Bordcomputer, auch original nachgebaut von Ford. Sieht toll aus. Ja, wir haben leider ziemlich spät am Abend, das ist leider das Doofe daran, aber ich habe einen Job im Hintergrund laufen und daher kann ich gerade schlecht einfach mich hinstellen und schlafen. Genug geschnackelt, ich würde sagen, wir starten den Motor und lauschen mal kurz nach dem Sound. Er schnurrt wie ein Kätzchen. Ist nicht verkehrt. Ja. Das ist auch dieses Dingelding ist irgendwie auch ein bisschen nachteilig. Also wenn ich jetzt die Zündung ausmache, ich gehe raus, mach die Zündung an, ihr seht, die Lichter sind angegangen und ich gehe dann rein. In dem Moment, wo ich reingehe, kommt die Melodie.
wie als wenn der LKW erst dann merkt, dass man die Zündung angemacht hat und der einem Rückmeldung geben soll. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es am LKW liegt, ob es jetzt Schuld des Autors ist oder ob es an SCS-Software liegt. Kann ich nicht beurteilen. Da fehlt mir wirklich jetzt das Fachwissen für. Wir lauschen uns jetzt nochmal den Truck von außen an, wenn er startet und einmal durchgelutscht wird. Ich finde, er ist knackig. Er macht Spaß. Sieht gut aus. Also jetzt gut aussehen ist jetzt ne, relativ, aber Blinker-Sounds. Geht. Also Engine Voice Records hat wieder super Arbeit geleistet. Der klingt klasse. Ich würde sagen, wir machen uns auch auf den Weg. Ein kleines Teilstück nehme ich euch mit, damit ihr den so ein bisschen in Action erlebt, weil wir haben ja ein bisschen mehr Gewicht geladen und ihr wisst oder ihr solltet wissen, dass die Sounds auch abhängig von dem Gewicht der Ladung nochmal beeinflusst werden, weil in der Realität klingt ihr dann ja auch anders. Der Turbolader kommt etwas mehr raus oder irgendwas, ne? Und genau das haben sie im Spiel ja auch später dann mal nachempfunden. Ich muss nach rechts. Ups, da sind wir leicht aufgesetzt. Spaß zu fahren. Wenn jetzt das Modell besser wäre und guckt euch allein hier den Scheibenwischer an. Ups, vorausgesetzt. Boah, ich dachte, ich nehme jetzt da die PKWs mit. Ja, was machst du denn hier jetzt? Guckt euch da den Scheibenwischer an, wie geknickt der ist. Links und dagegen rechts. Also die sind irgendwie nicht proportional zueinander. Die sehen aus, als wenn die beide irgendwie verschieden wären. Der rechte irgendwie so schön, ne? Schön gewölbt und der andere hat irgendwie einen Knick direkt. Der Sound ist im Moment meines Erachtens das Beste an dem Truck überhaupt. Und wie gesagt, es ist ja der von Engine Voice Records. Es ist nicht der, den der Autor mitgeliefert hat. Wie biegen Sie links ab? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ach, verdammte Hacke. Ich muss hier Biegen Sie drehen. links ab. Ihr seht, also das Getriebe ist insoweit auch super. Also ich fahre jetzt im 11. Gang und bin bei 1000, weiß ich nicht, 1200, 1100 Umdrehungen, irgend sowas dazwischen. Wenn ich im 12. Gang bin, bin ich unter 1000 Umdrehungen. Also ich würde sagen, enorm sparsam. Aber das muss ich echt noch zeigen. Wir resetten einfach mal kurz das Ding so und dann gucken wir gleich mal. Wir fahren jetzt mit irgendwas. Wo wir müssen ein Stück fahren. Was bin ich froh, endlich angekommen zu sein. Also das war jetzt eine Berg- und Talfahrt gewesen. Holla die Waldfee. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich fahre einfach mal nach rechts, würde ich sagen.
Ja, Freunde, ihr hört das Wassergeplätscher hier. Also das war jetzt eine Tour gewesen, die hat mich echt umgehauen. Und ja, beim Außenfahren hilft einem immer noch das Handy mit so einer tollen App, die mit dem PC verbunden ist und mir genau sagt, wie schnell ich gerade fahre und welche Umdrehungszahl ich habe. Kann ich immer mal zwischendurch drauf lünkern, so brauche ich nicht immer wieder rein in das Interieur. Ist sehr praktisch. Wir sind jetzt gefahren fast 2481 Kilometer. Und ja, gut, diese Berg- und Talfahrt hat uns so richtig den Schnitt versaut. Also auf der Autobahn waren wir so bei zwischen 28 und 32 Litern. Aber dann kam ja die ganze Kreiselgeschichte. Da sind wir schon auf 34 bis 36 hochgegangen. Ja, und dann kam noch diese riesengroße Berg- und Talfahrt. Und am Ende sind wir jetzt bei 36,9. Ja, Freunde, also ich meine, er macht Spaß. Der Ford F-Max, er ist schön zu fahren. Ist ein sehr schickes Fahrzeug. Problem ist nur, er ist sehr ressourcenfressend. Also, der ist wirklich schlecht ausmodelliert und ja, was mir gar nicht aufgefallen ist, seht ihr das? Es fehlen die ganzen Texturen. Habt ihr schon mal ein Lenkrad gesehen, wo nur Knöpfe drauf sind, aber die Knöpfe haben keine Beschriftung? Oder da sind keine Beschriftungen unterm Navi oder ja, ne, bei dem Gebläse, um das einzustellen. Guckt mal, unsere Würfel stehen mal. Ha! Da sieht mal einer, guck. Hier scheint es zu funktionieren. Aber vielleicht liegt es an den LKWs, keine Ahnung. Ich hoffe, dass die Türken, ohne das jetzt abwertend sagen zu wollen, dass die mit ihrem Ford F-Max-Projekt ein deutlich besseres und vor allem, ja, polygonschonenderes Fahrzeug auf die Beine bringen, was ein bisschen weniger performance-lastig ist. Also irgendwas muss hier mit den Spiegeln nicht in Ordnung sein. Die sind wirklich arg ressourcenfressend. Und wenn man jetzt hier eine Seite, die noch zusätzlich anmacht, dann gehen die Frames richtig in den Keller. Also wie gesagt, ihr müsst einen leistungsstarken PC haben, um den vernünftig fahren zu können. Die Strecke hat richtig viel Spaß gemacht. Also die war toll. Ist so eine Mischung aus ProMods und RusMap. Ich sag dann bis zum nächsten Video, Freunde. Bye bye und ciao. Euer Werki.